Der hat kein Interesse, okay. Ah ja, und irgendwann hat er sich doch entschlossen. Alles klar. Ein großes Rudel von Fleischklöpsen. Irgendwas stimmt da nicht. Nicht zu holen. Noch mehr. Willkommen bei Black Desert Tamura. Ich glaub's auch. Was weißt du über die Orksöldner? Über die Orksöldner? Nun, ich weiß, dass es drei größere Lager von ihnen gibt. Da wäre zum einen ihr Hauptquartier. Dieses haben diese Mistkerle bei unserer Jagdhütte errichtet. Aus diesem Grund müssen wir jetzt im Wald übernachten. Ich hoffe nur, dass uns die Söldner hier in Ruhe lassen werden. Ein weiteres Lager von ihnen liegt tief versteckt im Wald, und zwar in der Richtung, wenn man zur Salzmine gehen will. Ihr drittes Lager hingegen haben sie bei der Erzmine. Diese liegt in den Bergen, die zum alten Fischerdorf führen. Aber außer diesen Lagern gibt es noch kleinere Gruppen, die hier herumstreuen. Man muss also wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Mhm. Zumindest weiß ich, dass zwei der Söldner an einem Lagerfeuer vor der Stadt sitzen. Und eine andere Gruppe befindet sich auf dem kleinen Berg, der zwischen der Stadt und unserem Lager liegt. Dies ist der Berg, wo es eine Höhle gibt, wo dieser Igor haust. Eigentlich gar nicht zu verfehlen, wenn man ein bisschen die Gegend kennt. Igor? Vielleicht gibt es noch andere Gruppen, aber deren Verstecke kenne ich nicht. So, so, das tut unser Igor damals von der Berufsschule Neuwied also. Wassermagier beklauen. Ja, aber... Zeig mir deine Ware. Mir beibringen, wie man jagt? Wenn du die nötige Erfahrung mitbringst, warum nicht? Allerdings kostet dich das eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch von etwas leben. Na hör mal, wenn ich nicht deinen Bogen gefunden hätte, könntest du gar nicht mehr jagen. Ah, da ist was Wahres dran. Na schön, dann eben umsonst. Zeig mir, wie man jagt. Klauen abzuhacken ist ganz einfach. Du greifst die Klaue direkt unten am Gelenk fest und drückst sie nach unten auf den Boden. Jetzt nimmst du das Messer und schneidest vorsichtig die Klaue ab. Passt. Zeig mir, wie man jagt. Zähne entfernst du am besten mit einem stabilen Messer. Ach, warte mal. Was für wichtige Orte gibt es hier?
Nun, auf dieser Seite der Insel wäre dies erstmal der alte Steinkreis. Der liegt noch hinter unserem Jagdhaus, im äußersten Ende der Insel. Aber das ist eine sehr einsame Gegend, wenn man mal von den Monstern absieht. Und oberhalb des Berges hier, von dem dieser Wasserfall fließt, liegt der alte Friedhof. Da würde ich aber nicht hingehen, dort laufen die Untoten des Stammlers herum. Das ist ein Geist, der schon jahrhundertelang hier herumspuken soll. Dort ist es wirklich nicht geheuer. Mit Untoten werde ich fertig. Nun, wenn das so ist, kann ich dir gerne den Weg dorthin erklären. Hinter dem Berg mit dem Wasserfall, also auf der Küstenseite, gibt es einen Bergpfad. Folge diesem und du kommst an einen weiteren Wasserfall. Von dort musst du den Pfad bis nach ganz oben folgen. Dann erreichst du den alten Friedhof. Tja, keine Ahnung, warum man damals den Friedhof so weit weg von der Stadt errichtet hat. Vielleicht war das damals eine alte Kultstätte. Ich habe keine Ahnung. Aber pass gut auf dich auf, wenn du dahin gehst. Die Untoten des Stammlers sind nicht zu unterschätzen. Naja. Meinetwegen. Nee, Quatsch. Ich werde erstmal nach den Höhlen Ausschau halten. Ich versuch's zumindest. Vielleicht. Weiß ich nicht. Speichere ich überhaupt richtig? Ja. Ich merke, schwarze Wölfe sind zäher als die wilden. Hier zum alten Friedhof. Ach doch, darunter. Ich dachte, das geht jetzt irgendwo hoch. Na gut. Wollen wir mal. Oha, hier liegt ja allerlei Zeug. Da geht's zum alten Friedhof, ja. Naja, ich wollte schon sagen, ziemlich einsam hier, aber da sind Warane. Das ist gut, ich kann jetzt mehr von den Viechern abnehmen.
zum alten Friedhof. Da ist keine Ahnung was. Auf jeden Fall wieder Wölfe unterwegs. Schauen wir mal alles an. Ist jetzt blöd, dass ich alles so leichtfertig wegfresse hier an Fleisch. Aber was will man machen? Hey, mir kommt die Gegend bekannt vor. Ich war also nur nicht im Wald gewesen, sondern ich bin am Strand entlang gelaufen. Muss da rüber. Jawohl. Oho. Sind wir witzig. Es bleibt doch mal. Triffst ja gar nicht. Hier sind auch noch welche, ne? Lästigen Viecher. Nee. Ich treffe die so garantiert nicht. Das ist doch Zeitverschwendung. Oh ne. Kleine Kackviech habe ich jetzt echt keine Lust. Bekämpfe ich die denn, wenn ich die sowieso kaum treffe? Ist doch Blödsinn. Hier habe ich noch was gehört. Wir sind so gut wie da, kann das? Der Musik zu urteilen. Oh oh. Hihihi. Ein Skelett hätten wir schon mal. Da sind aber weitaus mehr, möchte ich mal behaupten. Oh ja. Oh ne, da ist auch so ein Starker mit bei. Nee. Zwei geht das nicht. Ich müsste schon ein paar Mal mehr kritten. Ne, ich muss abhauen.
mich so oder so, ey. Boah, scheiße. Muss mich verarschen, jetzt findet er nicht mal den Weg da zurück. Muss schon sagen. Ist er alleine? Dann kann ich ihn wenigstens alleine bekämpfen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, die sind stärker. Da ist nicht zu holen. Nicht zu holen. Wage ich mal einen erneuten Ansturm. Da ist er wieder. Ist schon Zombie. Toll. Das könnte dauern. Langsam wie der Zombie ist, wird es auch ein langsamer Kampf werden. Muss mich nochmal zurückziehen. LOL. So, hier können wir uns nochmal in Ruhe unterhalten, mein Freund. Okay, wir sind jetzt zwar 200 Erfahrungen verloren gegangen jetzt, weil er in den Tod gestürzt ist. Nicht zu holen. Okay, der kriegt es auch in 1000 Jahren nicht mehr hin. Oh!
Jetzt will ich mal gucken, wie viel Schaden ich mit der Armbrust bei ihm mache. Ja, durchaus mehr. Traurig. Au. Aua. Aua. Den Baum kommt ja auch in 1000 Jahren nicht hin. Da hinten habe ich noch einen Zombie anvisiert, deswegen. Ich wundere mich schon. Der verliert kein Leben? Okay, hier liegt noch eine Rune. So. Was war das denn gerade eben? Nicht zu holen. Den habe ich irgendwie gar nicht richtig anschießen können. Da ist nicht zu holen. So, hier. Teleport zum alten Friedhof. Na, das fehlte mir ja gerade noch. Naja. Ich weiß ja nicht, mir fällt das doch selber nicht auf, dass ich mal laut, mal leise bin. Aha. Solange ich nur einen anlocke, ist das okay. Natürlich. Ab. Mhm, klar. Die tun's mir gleich. Na dann. Ah ja. Wie ist es nur einer nachgekommen? Ah, da kommt der andere auch schon wieder. Weißt du, wenn es drauf ankommt, dann kriege ich den anderen nicht tot, weißt du? Den einen kriege ich dann nicht tot. Na komm schon. Dann eben Anfängertaktik. Thank you.
Für meine Wagnisse gehen meine... Weiß ich nicht. Meine... Meine Heilungsressourcen zu Neige. Da ist nicht zu holen. Was ist eigentlich mit dem Weg hier hoch? Ich verstehe. Da sind einfach noch mehr, falls man... Ja, natürlich. Abgang. Ach ja, klar. Nee, dann halt nicht. Da oben sind einfach nur ein paar weitere Gräber, ein paar Angefangene. Ansonsten... Ah ja. Also das Gebäude wird wahrscheinlich der Stammler-Tempel sein. Skelette Stammlers kann ich durchkämpfen. Das kämpfe ich nicht mehr so wie sonst immer. Seine scheiß hohen Reichweite immer. Na komm. So. Also ehrlich. Wollen wir das Ding mal aufmachen, oder? Womit denn? Na gut, womit? Ich habe auch nichts dabei. Naja. Die sind genug geschwächt. Das war kein Problem. Wo ist hier ein Grab?
Wenn ich das jetzt aushebe, bin ich jetzt tot? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Knochen, Schädel. Okay, mehr gab's nicht. Also, ich weiß nicht. Altes Grab, warte mal. Irgendwo wird da ein Fokus drin sein, oder? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schädel. Knochen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schüssel, Rasiermesser. Barbier. Ach so, komm, egal. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle mal die Session beenden. Wir sehen uns bei der nächsten wieder. Macht's gut.